Hallöchen, meine Lieben. Ich habe hier ein neues Paket von Do-It-Yourself Digital Art. Was wir da Feines drin haben, das ist eine kunterbunte Mischung. Diamond Painting, Zubehör und. Diesmal auch wieder Zubehör, was in eine der Mystery Boxen von mir kommt oder als Giveaway auf Twitch dann in den Glücksrad sein wird. Ja, ich packe jetzt einfach mal aus. Ich habe schon aufgeschnitten. Wir holen einfach mal die Sachen nach und nach raus. Ich habe hier ein 50x40 Bild. Was es ist, weiß ich schon. Und es ist zauberhaft. Ihr werdet sehen. Ich hoffe natürlich gut erhalten und faltenfrei. Dann haben wir hier noch etwas. Das zeige ich euch gleich. Ich mache einfach mal die Tüte leer. So. So. War es das oder ist da noch was? Das war's. Okay. Wir fangen an mit Kleber. Ihr wisst ja, in letzter Zeit bestelle ich mir immer diesen Flüssigkleber mit. Wenn eine Stelle mal nicht so gut klebt, einfach drauf machen, verteilen, kurz antrocknen lassen und den Stein dann drauflegen. Ich habe es bis jetzt noch nicht großartig getestet, nur einmal. Da hat es super funktioniert. Ich werde es in einem Video demnächst mal verpacken. Ja, das ist der Kleber für den Notfall. Da kann man nicht mehr zu sagen, ist halt einfach nur Kleber. So, dann habe ich mir diesen Pinsel nochmal bestellt. Den lasse ich eingeschweißt. Ich habe ihn schon mal hier, Moment, ich zeige ihn auch mal ausgepackt. Das ist dieser Pinsel ausgepackt. Der hat richtig weiche Borsten. Das, wofür der Pinsel da ist, ist ganz einfach. Ihr habt ein Diamond Painting, seid gerade dabei, vielleicht ein Krümel reingefallen oder sonstiges. Und pinselt das Bild einfach ab. Zwischen den Rillen verschwinden dann die Staubkörner. Oh, dafür ist der Pinsel da. Bevor man fixiert mit Baufahren oder sonstigen, einfach mal das Bild abpinseln, den ganzen Dreck daraus rudern. Dafür ist der Pinsel super. Ja? Dieser hier wird für ein Giveaway für Twitch da sein oder halt in einem meiner Mystery-Pakete. Lalalala. Wir schauen mal. Ich denke aber eher als Giveaway am Glücksrad. Ja, davon habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Von dem Glücksrad, was ich plane auf Twitch. So, dann haben wir hier radierbare Marker. Die nutze ich fürs Sticken dann. Ja, die malen auf Stoff und lassen sich auswaschen, entfernen, wie auch immer. Wie genau das Ganze funktioniert, weiß ich noch nicht. Aber ich werde es testen. Ich habe solche Dinger noch nie besessen. Aber ich habe es gesehen und dachte mir, komm, die holst du dir jetzt, dann hast du es. Ja. Passend dazu ein Rahmen. Wie man den benutzt, weiß ich leider auch noch nicht. Das werde ich dann auch sehen. Das werde ich aber alles in einem Stickvideo verpacken. Ja, da testen wir diesen Rahmen aus. Warum hier dauernd verschwommen ist, ich weiß es nicht. Ja. Das ist hier ein Rahmen fürs Sticken. Also man soll die Leinwand wohl da rein stecken können. Mal schauen, wie wir das machen. Wie gesagt, das hier zeige ich euch in einem separaten Video zum Thema Sticken. Genauso wie das hier. Das gibt es bei mir ab nächste Woche, am Wochenende. Samstags und sonntags gibt es dann Videos zum Thema Sticken und Punchniedeln und vielleicht Malen oder Puzzeln. Und in der Woche gibt es nur Diamond Painting Videos. Also das ist jetzt meine neue Einführung, die will ich euch hiermit dann auch sagen. Ne? Das werden wir alles testen in diesen Videos ab nächste Woche Samstag. So, dann habe ich Diamond Painting. Lalala. Ich hatte ja letztes Mal von Do-It-Yourself Digital Art die Stiftemappe mit den Blümchen. Ja, und jetzt habe ich das mit den Schmetterlingen. Das hat die Pinkies Kreativwelt auch ausgesucht und auch schon gepaintet. Ich finde es so zauberhaft. Da ist dann auch wieder mit dabei, ach, ist gut zugeklebt hier, Moment. Das ist natürlich, so, sehr gut zugeklebt. So, wir haben hier dabei ein Toolkit und schöne Strasssteine. Ja, bei der Nadine waren da auch Herzsteinchen dabei. Die sind bei mir auch dabei. Ich zeige euch die Steinchen mal eben, damit ihr das so seht.
Moment, ich hole die mal eben raus. Ich finde solche Stiftemäppchen super toll. Ja, weil da vorne kommt das Wachs dann rein oder und die Mehrfachsetzer und hier die Stifte und Pinzetten. So, da haben wir die Herzsteinchen. Da sind sie. So, da sind sie. Zauberhafte Herzsteinchen, Tröpfchensteinchen und diese hier. Die sind dabei. Hier so Perlen, Halbperlen. Oh, die sind schön. Und Abby-Steinchen sind auch dabei. Sehr, sehr cool. Der Unterschied zwischen Strass und Abby-Steinchen, den seht ihr hier. Das ist Abby mit Schimmern. Und das ist Strass mit Glitzer. So. Gut, packe ich das wieder rein. So. Das Toolkit, ein normales Toolkit, packe ich wieder zur Seite. Es kommt in meine Riesensammlung voller Toolkits. Die werde ich übrigens demnächst versteigern. Die Kiste mit den Toolkits. Sind über 100 Stück. Ich sag's euch. So viel braucht kein Mensch. So. Und jetzt kommen wir zu dem Bild, was ich ausgesucht habe. Ja, ich kann euch nur sagen, Do-It-Yourself Digital Art, ihr seht ja diese Vielfalt. Sticken, Stricken, Punchnidlen, Puzzeln, Malnachzahlen, Bastelmaterial, die haben wirklich alles parat, ja. Sogar zum Wachssiegel machen haben sie alle da. Auch so Papierstanzmaschinen und so. Also Do-It-Yourself Digital Art ist wirklich einer meiner Favoritenseiten. Definitiv. Günstig und vielfältig. Echt ein Hammer. Kann ich echt nur empfehlen. So. Und vor allen Dingen die Sendezeit, also die Zeiten, in denen die Bilder zusenden. Oh, hä? Ja, da ist ein Irrtum unterlaufen, Do-It-Yourself Digital Art. Das muss ich dann wirklich Bescheid geben, weil ich zeige euch mal eben. Ich hatte eigentlich hatte ich ein Bild mit einer Katze rausgesucht. Ich guck mal eben. Ich hatte extra auch dazu geschrieben, dann ist wohl ein Irrtum unterlaufen oder es war ausverkauft. Oder ihr habt das falsche Tier rausgesucht, obwohl ich geschrieben habe, die Katze. Ich habe die Hunde bekommen. Die werde ich als Giveaway rausgeben, obwohl da sind eckige Steine bei. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich das selber painte. Ich gucke mal, vielleicht kommt es in die Mystery Box, vielleicht in Glücksrad. Ich denke mal eher ins Glücksrad. Wäre eine gute Idee. Ich wollte eigentlich die Katze haben, die gähnt. Ich zeige euch das mal eben. Da, hinten seht ihr die. Die wollte ich haben. Ja, muss ich nochmal Bescheid geben, Do-It-Yourself Digital Art. Da habt ihr euch leider vertan. Ist aber auch nicht schlimm. Weil, das ist der Überraschungseffekt. Ich finde es nicht so schlecht. Es ist schon echt niedlich, ne? Die vier Hunde sind schon putzig. Ja. Ja, gegossener Kleber, das ist natürlich ein Pluspunkt. Ja, ein riesen Pluspunkt. Ich liebe die Bilder mit gegossenen Kleber. Jetzt zeigt es natürlich nicht ganz an. So, das ist die Vorschau von dem Bild. Das Ding war halt, auf der Homepage war die Auswahl so, dass man das Katzenbild aussuchen konnte oder halt dieses Hundebild oder Papagei. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Fehler meinerseits gewesen, dass ich das jetzt einfach so den Link kopiert hatte und hingegeben hatte. Ist nicht schlimm, ich werde es erstmal zurücklegen und werde es für das Glücksrad auf Twitch aufheben. Das heißt, wenn ihr dieses Bild schön findet, ja, dann kommt auf Twitch und wartet, bis die Glücksrad-Aktion kommt und dann könnt ihr das gewinnen. Das wird ein Gewinn beim Glücksrad. Mit eckigen Steinen. Ja, wir haben hier, wie viele Farben? 27 Farben an der Zahl. Wow. So, ich zeige mal. Das sind die Steine, die dabei sind. Ist nicht schlimm, so habe ich wenigstens ein Giveaway mehr. Das ist doch wohl richtig klasse. Mir macht es nichts aus. Das war mein Fehler. Ja. So.
Also wie ihr sehen könnt, eckige Steine, super Qualität. Bei Do-It-Yourself Digital Art hatte ich bis jetzt immer Top-Steine und Top-Bilder. Und dieses Bild hier wird dann in den nächsten Wochen zum Giveaway gemacht. Im Glücksrad auf Twitch. Ja, wisst ihr Bescheid. Und das hier werde ich im Livestream painten. Nächste Woche. Ich liebe dieses Stück. Oh, das ist so schick. Sehr schön. So, das war meine Ausbeute diesmal. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Do-It-Yourself Digital Art für dieses Bild, was zum Giveaway gemacht wird. Es wird ein Geschenk an meine Zuschauer werden. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Beim nächsten Unboxing und Unbagging und wie auch immer. Und wenn euch etwas davon gefällt, die Links sind wie immer in der Videobeschreibung. Ja. Vielen lieben Dank, Do-It-Yourself Digital Art. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.